Hi ho, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt und zu einer neuen Folge, logischerweise, es gehört ja dazu. Ja, wie immer, kann man jetzt im Hintergrund gut lesen, um was es geht. Das Game heißt Dementium 2, HD noch hinten dran. Ich glaube, oder ich vermute mal stark, dass es eine Portierung ist von dem Konsolengame. Ich habe mal geguckt, über Steam gibt es nicht den ersten Teil, aber ich weiß nicht, der wird vielleicht auch von der Grafik her jetzt nicht so der bombastische sein. Ja, über das Spiel erzählen kann ich euch gar nichts, weil ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht erkundigt habe. Wir lassen uns einfach mal ins kalte Wasser schmeißen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Horror-Game technisch wieder, aber nicht ganz so schlimm, glaube ich. Ich habe deutsche Untertitel eigentlich angestellt, ja, nur so am Rande. Boah. Was? Vielleicht jetzt ein bisschen zu leise gemacht. William Redmore? You've had brain surgery. You've been out for almost 5 weeks. You're better now. Everything's gonna be okay. Dann. Push you out the door. You're still a bit groggy. But we really need the space here. The guard will hold you back to yourself. Wozu holen mich die Soldaten da, frage ich mich? Okay. Der läuft irgendwie ein bisschen komisch. Wie ein Roboter. Ach so, deswegen die Bullen. Oh yeah, die sind cool drauf. Wie sind die Sounds ein little bit asynchron zu dem Game halt? Aber gut, das ist nur das Video, schätze ich mal. Welcome back. Okay. Verdammt. Ist jetzt abgekackt? Ey, komm. Nee. Das ist eine... Was? Was labert der? Prüfen. Ja, ja, ich habe das hier schon gesehen, aber gleich, Moment. Ach, verdammt, was war... Hä? Wie kann ich hier gar nichts gerade machen? Was ist der jetzt denn eingestellt? Auf Controller? Wartet mal kurz, Freunde. Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert oder was war. Es hat einfach die Störung nicht funktioniert. Jetzt geht eigentlich alles wieder, ja. Es läuft so ein bisschen schwammig, wenn ich auf... Ich höre schon lange auf zu laufen. Aber gut. So, okay. Das ist jetzt die Postkarte. Ich konnte nur das mir angucken, bevor es zu spät ist. Ah ja, okay. Oh. Das ist die... Ich habe echt noch keine Ahnung. Uiuiui, was ist jetzt los? Ich habe da bloß die... Geil. Taschenlampe habe ich schon? Hey, du siehst echt lecker aus, mein Freund. Wie ist das hier mit Speichern? Oh Gott, es ist knapp. Nur geh durch! Oh, Alter.
Alter Schwede. Doch ziemlich dunkel, muss ich mal so sagen. Die Taschenlampe habe ich wahrscheinlich noch nicht. Es sieht schon ziemlich geil aus. Also, es ist, oh Gott. Es ist, wie gesagt... Die Störung ist ziemlich schwammig, wie gesagt. Okay. Sieht interessant aus bisher. Komische Stimmen. Oder komische Geräusche. Egel, hau ab! Geh weg, Mann! Okay. First Blood, toll. Diese Gegner halten ziemlich viel aus, muss man mal so sagen, wie es ist. Gut, ich habe jetzt gerade mal das Messer. Fuck, da ist noch einer. Nee, das ist... Geh weg! Oh Gott! Droppen die auch was? Nö, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, kein Gegner, das ist Dekoration. Ich würde dir helfen, Freund, aber ich glaube, dir ist nicht mehr zu helfen. Okay. Ein paar Medipacks schon mal bekommen. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wie das mit den Speichern ist. Das ist ziemlich hübsch, oder? Heieiei! Möchte ich da lang? Kann ich gucken? Speichern geht gar nicht hier. Also gibt es hier feste Speicherpunkte wohl? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wie bin ich denn rausgekommen? Geil. Oh, die Stimme ist geil. Man merkt, das ist eigentlich ein recht altes Game. Die Grafik... Oh. Tab Inventar zu... Okay, ich habe auch noch keine Registrierkarte. Okay. Aber ich komme hier doch noch nicht lang, oder? Ich probiere es einfach mal. Tür öffnen, hä? Oha, voll der miese Killer. Nimm dir die Waffe. Nimm dir die Waffe, Killer. Ich meine, gut, die tötet nicht so. Obwohl, vielleicht sind die Gegner gleich K.O. Ist auch viel nützlicher, Mann. Hier kann ich bestimmt speichern. Ja, in der Broschüre. Cool. Cool. So, das finde ich cool. Ist das vielleicht so noch relevant? Vielleicht gibt es damit Rätsel. Taschenlampe habe ich, wie gesagt, immer noch nicht. Ja. Ach so. Ah, geil. Mit einer Karte. Hier weiß ich doch schon so, welche Türen zu sind. Ich hab's doch noch nicht mal ausprobiert. Was ist los, Kumpel? Oh, fies! Komm her! Okay, ich glaube, das ist noch irgendwie ziemlich brutal, wenn man einfach nur bedenkt, dass die einfach nur ihren Job tun hier. Achso, hier könnte ich rein, gehe ich auch mal rein. Okay,
Und ich hier voll der absolute Psycho bin. Ach, scheiße, ist die Übersetzung nicht ganz passend. Ach so, nee, ich kann es mir noch lesen. Ah, das bin ich, glaube ich. Geisteskranke Verbrechen, der wird ermordet, vermutlich. Und der Niveau. Funktionsniveau, mhm. Okay. Da haben wir mal glatt instant die Akte von uns gefunden. Ist das ja auch was für uns? Ich dachte. Man merkt so richtig irgendwie, dass die Steuerung ziemlich schwammig ist. Also das Rumsehen und so, das geht alles. Was? Verdammt. Ja, ich weiß, wir sind hier nicht in Half-Life. Wie soll ich denn hier sonst reinkommen? Vielleicht kriege ich was anderes später. Ja, ich kriege bestimmt eine andere Waffe noch. Die muss ich aber erst finden. Und dann komme ich in diesen einen Raum rein. So. Da geht's noch nicht lang. Laut Karte. Was soll hier sein? Ach, ein Aufzug. Alles klar. Das sollte... Guckt mal auf der Karte, wo ich stehe. Das ist nicht ein bisschen... Nicht ganz so passend. Naja gut, okay. Ist nicht so schlimm. Das ist ja nicht so wichtig. Oh, ein Krankenflügel. Das ist gut. Krieg ich Medizin. Hoffentlich. Ah, da können wir speichern. Alles hier ist Spanisch. Also ich schätze mal, von da aus kommt das Game auch wahrscheinlich. Aber, ach, na, um vorübergehend deine Beweglichkeit zu verbessern. Ah, gut, aber die muss... Die habe ich jetzt aber im Inventar, oder? Ja, gut. Alter. Was ist das für ein Gefängnis, Alter? Die sind ja selber alle voll gestört. Erstmal speichern. Oh. Zum Glück. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Alter, soll ich dich erlösen, mein Freund? Ist doch Spanisch, oder? Hört sich Spanisch an. Hört sich Spanisch an, ist auch geil. Hier geht's nicht. Ach, Gottchen. Was ist denn das? Ein Rätsel. Ah, shit. Okay, Moment. Nee. Wie mache ich denn das jetzt? Da kann ich es also nicht reinlegen. Aber wartet mal, das kriege ich hin. Glaube ich. Ja doch. Wieso durfte ich denn das jetzt hier auf einmal reinlegen? Weil das ist sinnlos, weil ich es hier rüberlegen muss. Genau. Nein! Was zum? Das ist unfair. Shit. Ja, wartet. Ich weiß nicht, auf die. Ihr wisst es schon wieder bestimmt ganz schnell. Habt ihr das rausgefunden? So schlau wie ihr alle seid. Okay. Verdammt nochmal! Ich kann den nur hier reinlegen. Doch, ich kann den hier reinlegen. Bin ich bescheuert? Gut, jetzt habe ich es geschafft. Yeah. Nein! Ich hätte mich vielleicht weiter mal umschauen sollen, oder? Ich wusste jetzt nicht, dass es hier direkt weitergeht. These things, they all started happening after your surgery. Whatever was wrong inside your head, we let it out. God help us all. Was? Bin ich jetzt schon wieder? Ja, ich bin wieder in der... Please ignore my sane half, William. He's a bit remorseful. Personally, I'd like to share something with you. Goodbye, William. Oh, der Hübsche von vorhin. Yes, das wird sehr interessant. Aber Freunde, sobald es losgeht, sieht komisch aus irgendwie. Okay, es geht gleich los. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, und dann...
wird es, glaube ich, mal ganz interessant. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.